Was ist mit dem Haus an der Autobahn, Christine? Oh, da fängst du natürlich schon gut an. Haus an der Autobahn. Kleine Autobahn, so A31 oder A3? A3, okay, verstehe. Haus an der Autobahn A3. Also wir haben viel Verkehr, wir haben viel Lautstärke und wir haben nicht ganz so gute Luft, richtig? Pass auf, was hältst du denn von so Zimmern für Lkw-Fahrer? Das wäre doch eine Idee, dass man sagt, die armen Jungs sind ja sonst immer an der Autobahnraststätte bis hin zur Ausfahrt und zur Abfahrt. Von daher lass uns denen doch da in dem Haus auf der Autobahn richtig coole kleine Zimmer machen, wo die vernünftig schlafen können. Mit guten Matratzen, wo die ausgeruht sind, wo es vielleicht auch so ein paar Automaten gibt, wo man ne, irgendwie was zu essen bereitstellt. Genau, und wo die dann vernünftig schlafen können. Muss ja nichts Großes sein, aber machen wir natürlich alles automatisiert mit Karten, Chipkarten. Oder man könnte natürlich auch, wenn man für Leute, die im Stau sind, in der A3 und Vollsperrung ist, auch eine Möglichkeit bieten.